Das Wochenende steht vor der Tür und spätestens jetzt gehen ja in vielen Familien die Überlegungen los, was unternehmen wir denn so? Das Wetter wird grandios und wer sich dafür interessiert, der kann vielleicht einen Ausflug nach Hamburg wagen. Denn vor wenigen Minuten sind dort die Cruise Days gestartet und mein Kollege Benedikt Schäper, der ist mit dabei. Benedikt, was erwartet denn die Besucher heute und am Wochenende? Ja, also vor allen Dingen sehr, sehr gutes Wetter, denn die Experten gehen von bis zu 29 Grad an allen drei Veranstaltungstagen aus. Das sind natürlich Top-Höchstwerte. Programmlich 9 Schiffe werden hier in der Hansestadt erwartet, 3 sind bereits hier. An den Landungsbrücken gibt es ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm, auch für kulinarische Angebote ist gesorgt. Höhepunkte sind sicherlich die morgige Parade der Kreuzfahrtschiffe. 5 werden daran teilnehmen. Es gibt dann auch ein Feuerwerk und Musik. Insgesamt werden 150.000 Besucher hier in Hamburg erwartet. Also fröhliche Party auf der einen Seite, aber man muss sagen, es gab auch heute schon wieder Kritik an der Kreuzfahrtbranche. Warum genau? Ja, Kritiker stören sich eben an der zu großen Belastung durch Kreuzfahrttourismus für die Umwelt, für das Klima, aber nicht zuletzt auch für die Gesundheit der Menschen, die beispielsweise hier die Cruise Days besuchen. Das liegt natürlich an den Schadstoffen, die die Kreuzfahrtschiffe ausstoßen. Und bereits am Mittag gab es hier eine kleine Protestkundgebung des NABU, also des Naturschutzbundes Deutschland. Die richten sich nicht generell gegen die Cruise Days, fordern aber deutlich nachhaltigere Cruise Days. Und bei mir steht jetzt Malte Siegert, er ist der erste Vorsitzende vom NABU Hamburg. Herr Siegert, was sind denn Ihre konkreten Kritikpunkte an den Cruise Days? Ja, wenn hier am Wochenende 9 Kreuzfahrtschiffe auf einmal kommen und Stickoxide, Feinstaub und Ruß emittieren, dann ist im wahrsten Sinne des Wortes richtig dicke Luft und das ist gesundheitsschädlich. Hinzu kommt, dass dem Senat das Feuerwerk günstig genug ist, um auf Drohnen zu verzichten, womit man das sozusagen eigentlich hätte illuminieren können. Und dann kommen die Veranstalter noch und sagen, naja, wir machen hier Mülltrennung, das ist ja wahnsinnig nachhaltig. Ehrlich gesagt, das ist das Mindeste, was jeder Hamburger Haushalt eigentlich macht. Danke, Herr Siegert. Ich habe eben noch mal mit den Veranstaltern gesprochen. Sie gehen von weiteren Demonstrationen heute und morgen aus. Ja, das waren Informationen von Benedikt Schäper. Vielen Dank nach Hamburg.